Das genügt. Wir wollen jetzt versuchen, die bisher erarbeiteten Grundmotive des Erzherzog Johann Jodlers frei vorzutragen. Bitte, Herr Dr. Sudermann, Hollerie. Hollerie, die Dudel. Dudel. Jö. Jö. Herr von Lilienkron, Hollera. Hollera, die Dadel, du. Danke. Frau Hoppenstedt. Hollera, da die Hollerie. Hollerie, die Dudel, du. Du Dödel, die. Hollerie, du Dödel, du. Du Dödel, die. Im ganzen Satz. Hollerö, Dudel, dö. Du Dödel, die. Dö, Dudel, dö ist zweites Futur bei Sonnenaufgang. Hollerie, du Didel, do. Die Dudel, dö. Du Dödel, die. Hollahi. Hollerie. Hollerie. Dö, Didel. Du Dödel. Du Dödel, die. Und alle bitte. Hollerie, du Dödel, die. Diri, diri, Dudel, dö. Danke, das war's für heute. Wir sehen uns wieder am Donnerstag um 15.30 Uhr. Entschuldigen Sie, ich komme von Radio Bremen. Würden Sie wohl so freundlich sein und für unser Frauenjournal ganz kurz ein paar Fragen beantworten? Wenn es nicht zu lange dauert. Wie ist Ihr Name? Hoppenstedt. Ah ja. Herr Dr. Vogler, wie erklären Sie sich den ständig wachsenden Zulauf Ihres Instituts? Ja, da haben Sie ganz recht, Herr Schmoller. Ich habe das Vogler-Institut, das Institut für modernes Jodeln, persönlich ins Leben gerufen. Das Jodeln, also das Diplom-Jodeln, das Jodeln mit Jodeldiplom, also mit Jodelabschluss, mit Jodeldiplomabschluss, unterscheidet sich vom Jodeln ohne Diplom, ohne Jodeldiplom. Das Diplom-Jodeln ist also nicht zu vergleichen mit dem Normal-Jodeln ohne Diplom, also ohne Jodelabschluss, Jodeldiplomabschluss. Frau Hoppenstedt, was hat Sie als Frau veranlasst, in eine Jodelschule einzutreten? Da regt mich ja die Frage schon auf. Was heißt denn Sie als Frau? Eine Berufsausbildung ist doch nicht grundsätzlich von Männern gepachtet. Ich meine ja auch nicht... Ich finde, gerade eine Hausfrau mit Familie sollte eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Wenn mal die Kinder aus dem Haus sind oder es passiert irgendwas... Dann habe ich nach 2 Jahren Jodelschule mein Jodeldiplom. Da habe ich was in der Hand. Und ich habe als Frau das Gefühl, dass ich auf eigenen Füßen stehe. Da habe ich was Eigenes. Da habe ich mein Jodeldiplom. Ich möchte auch als Frau eine sinnvolle Tätigkeit ausüben und nicht nur am Kochtopf stehen und meinem Mann die Hausschuhe hinterher tragen. Ist Ihr Gatte auch dieser Ansicht? Mein Mann möchte eine echte Partnerin haben, die ihre eigenen geistigen Fähigkeiten entwickelt. Für die Familie, für die Gesellschaft. Hollerie, du Dödel, du. Die Dudel, dö. Du Dödel, die.